Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 22 und zwar für die Handelstage vom 27.05. bis 31.05.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wie gewohnt auf dem Kanal von JFD und wie gewohnt wollen wir uns hier auch das Big Picture anschauen der Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold, wollen ein wenig schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert, beziehungsweise natürlich auch in den vergangenen Handelswochen und was können wir gegebenenfalls für die kommenden Tage, für die kommenden Handelstage hier an Schlussfolgerungen vielleicht daraus ziehen, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen sollten hier in der kommenden Woche interessant sein, welche richtungsentscheidenden Bereiche, all das werden wir natürlich hier in dieser Trading-Wochenanalyse wie gewohnt besprechen. Bevor wir das alles tun, erstmal ganz kurz der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Information Quelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Wir switchen erstmal ganz kurz auf den YouTube-Kanal von JFD. Ihr seid ja gerade hier dabei, auch euch diese Analyse auf dem YouTube-Kanal wahrscheinlich anzuschauen, beziehungsweise vielleicht auch auf dem Guidance-Stream habt ihr natürlich oder bei Gottmut auch die Möglichkeit, euch das anzuschauen. Bei YouTube habt ihr die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos dann die Videobeschreibung zu sehen. Wenn ihr hier auf Mehr anzeigen oder Show More geht, dann habt ihr die Möglichkeit, hier unten stehen die Märkte, über die ich jetzt gleich spreche, aufgelistet, dahinter eine Zeitangabe. Wenn ihr dort raufklickt, habt ihr die Möglichkeit, im Video direkt an diesen Punkt zu springen, wo ich zum Beispiel dann mit dem S&P starte, wo ich mit dem Euro-US-Dollar starte. Also ihr habt ihr die Möglichkeit, mit dem Klicken auf die Zeitangabe entsprechend dorthin zu kommen. Und ich würde mich an dieser Stelle dann wie gewohnt immer darüber freuen, wenn ihr weiterhin diesen Videos toll die Daumen nach oben gebt. Das gefällt mir, das freut mich natürlich, das gibt Motivation und vor allem hilft es dem YouTube-Kanal von JFD weiter nach vorne zu kommen, mehr Informationen für euch bereitzustellen, mehr Streams vielleicht oder eben auch, was ja jetzt schon die Quintessenz ist, weil dieser Kanal so gut angenommen wird, dass wir ja jetzt unser Angebot erstmal testweise mal schauen. Die nächsten Wochen werden wir es auf jeden Fall erstmal machen, testweise. Auch nächste Woche, in der vergangenen Handelswoche hatten wir es schon. Wir haben ja jetzt einen Live-Trading-Room, den ich erstmal moderiere und wir konnten dort auch schon interessante Setups besprechen. Wir haben da theoretische Themen zum Trading besprochen, jeweils meistens eine Stunde verteilt über die Woche, mal am Vormittag, mal am Nachmittag. Wir werden es auch mal am Abend machen. Ihr habt die Möglichkeit auf der Website von JFD. Ich scroll mal ganz kurz nach oben. Wenn ihr auf den Punkt Research geht, auf den Punkt Webinare und Events, dann kommt ihr entsprechend hier zu diesem Kalender. Und wenn wir dann nach unten scrollen und mal für den Start der kommenden Handelswoche uns anschauen, am Montag kommt kein Livestream, dafür Dienstag gleich im Doppelpack, einmal um 9.45 Uhr und einmal dann nochmal um 16.30 Uhr, dann geht das am Mittwoch, glaube ich, weiter, am Donnerstag nicht, aber am Freitagvormittag dann nochmal, auch am Mittwoch haben wir hier dann nochmal das Add-on-Webinar, wo ich dann nochmal darauf eingehen werde. Das wechselt ja immer thematisch, primär natürlich der Blick auf den MT4 und auf den MT5, beziehungsweise dann auch auf Add-ons. Hier werde ich dann nochmal auf die Unterschiede MT4, MT5 eingehen in diesem Webinar am Mittwoch, 29.05. um 17 Uhr. Also eine ganze Menge Angebot und wie gesagt, wenn ihr fleißig natürlich die Daumen nach oben haltet hier, dann wird das natürlich auch aufrechterhalten und ich versuche bestmöglich hier Informationen an euch weiterzugeben. Wir blicken, bevor wir mit dem DAX starten, mal ganz kurz auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Als allererstes Montag, Memorial Day in Amerika. Wir werden dort einen Feiertag haben. Was da bedeutet, am Montag wird nicht so viel nennenswerte Informationen bezüglich der US-Marktbewegungen zu uns rüber schwappen. Die Märkte bewegen sich zwar, allerdings im verkürzten Handel. Was da grundsätzlich bedeutet, dass natürlich eine ganze Menge Marktteilnehmer einfach mal im verlängerten Wochenende sind. Und somit eben der Markt nicht ganz so eine starke Aussagekraft hat, auch wenn er sich dann erstmal bewegt, führt dazu, dass ich am Montag dann nicht ganz so sehr auf die Vorzeichen aus den USA schaue. Dann für uns am Donnerstag, können wir kurz nach unten scrollen, haben wir ja hier Christi Himmelfahrt. Das ist ja auch ein Feiertag. Die Börsen drehen sich zwar weiter an diesem Tag, aber ein Feiertag. Da wird sicherlich der ein oder andere von uns dann auch unterwegs sein. Ich werde hier auch nicht großartig mich an der Börse tummeln. Das ist dann eben auch ein Tag, an dem manchmal allerdings auch Bewegung aufkommt, manchmal aber auch nicht. Und ich denke, man sollte auch immer die Feiertage Feiertage sein lassen und gar nicht zwingend unbedingt handeln. Die zwei Tage müssen wir im Hinterkopf
haben, dann gehen wir hier erstmal wieder auf hohe Relevanz und dann sehen wir, dass dort erstmal von der Wirtschaftskennzahlenseite in der kommenden Woche gar nichts Nennenswertes rauskommt. Wir hatten ja in der vergangenen Handelswoche das FOMC-Protokoll. In der kommenden Handelswoche kommt hier nicht viel. Wir können da kurz durchgehen. Am Donnerstag, wo wir dann den Feiertag haben, Bruttoinlandsprodukt annualisiert, ist jetzt auch in meinen Augen nicht so kriegsentscheidend. Und dann am Freitag nochmal aus Deutschland der harmonisierte Verbraucherpreisindex. Also man sollte auf jeden Fall darauf schauen, 14 Uhr, wenn dieser herauskommt, dass dort zu diesem Zeitpunkt dann ein wenig Zucken in den Märkten stattfinden könnte. Aber ich denke, so Riesenbewegungen aufgrund dieser Zahlen, die da kommende Woche kommen, wird nicht passieren. Theresa May am Freitag zurückgetreten. Mal schauen, wie das jetzt dort in England weitergeht. Der britische Pfund ist ja doch schon in einem sauberen Trend auf der Abwärtsseite, hat sich so ein bisschen minimal erholt. Da kann man eben ganz interessant drauf schauen bezüglich dieser ganzen England-Thematik, Brexit-Thematik. Und dann ist es nach wie vor so, dass die Thematik China, USA nach wie vor steht, Iran, diese Krise dort so ein bisschen nach wie vor steht und vor allem die Twitter-Attacken von Donald Trump nach wie vor immer wieder passieren können und diese ja dann in den vergangenen Handelswochen wirklich sehr, sehr stark die Märkte bewegt haben. Also das ist für die kommende Woche so, was man beachten sollte, grundsätzlicher Natur, um es mal kurz abzureißen. Europawahl natürlich hier. Am Wochenende ist allerdings in meinen Augen, jetzt wird nicht im, ja, nicht so einen riesen Bewegungsschub in meinen Augen geben, es sei denn, es kommt hier ein ganz komisches Ergebnis raus, wo ich jetzt erstmal nicht von ausgehe. Somit denke ich, dass wir am Montag halbwegs normal wieder eröffnen sollten und auch die Volatilitäten am Montag im normalen Bereich sein sollten. Also von daher das auch nochmal der Blick darauf. Also wir blicken mal auf den DAX und der war ja in der Handelswoche, in der vergangenen Handelswoche wieder sehr, sehr spannend. Allerdings konnten wir ihn auch recht gut covern. Die Bewegungen oder einige der Kernbewegungen, auch zum Beispiel im Live-Trading-Room, haben wir dort wirklich schöne Setups besprochen, die dann auch sehr, sehr schön teilweise funktioniert haben. Teilweise haben wir Break-Even-Trades hingelegt, teilweise auch mal Trades, die natürlich im Stop gelandet sind. Aber wir hatten hier schöne Trades, schöne Ideen, die dann eben auch schöne Moves nach sich zogen, die dann auch zum Beispiel im DAX stattfanden oder eben auch in den US-Märkten. Und von daher ist die Handelswoche gar nicht so schlecht gewesen. Rein charttechnisch allerdings muss man wirklich sagen, ist das teilweise ein Graus, was hier aktuell stattfindet. Wir hatten ja lange Zeit, ja eigentlich seit Ende des vergangenen Jahres, eigentlich eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung. Die Märkte sind primär aufwärts tendierend gewesen. Und jetzt seit ein paar Wochen kam hier mal diese Konsolidierungsphase auf der Abwärtsseite, die mit sehr, sehr hoher Volatilität vonstatten geht. In den Livestreams, in dem Live-Trading Room handeln wir ja auch diese Volatilitäten. Also es lohnt sich immer, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ihr seid da herzlich zu eingeladen. Das kostet euch nichts außer Zeit. Und ich freue mich natürlich, wenn zahlreiche Leute mit dabei sind. Und ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Ich werde versuchen, jede Frage irgendwie zu beantworten. Wir haben da ja genug Zeit, gerade mit diesem Live-Trading Room. Also der DAX sehr, sehr volatil unterwegs. Und das nicht nur auf der Abwärtsseite. Wir hatten hier in den letzten Wochen immer mal wieder so scharfe Bewegungen abwärts, aber dann auch scharfe Bewegungen aufwärts. Also diese Erholungsphasen in dieser Abwärtsbewegung, die waren teilweise sehr, sehr stark und vor allem auch mit Volatilität gespickt. Ja, und dann ging das hier abwärts und dann hatten wir vorletzte Handelswoche eine sehr, sehr starke Handelswoche. Diese Abwärtsbewegung vorher, die war schon kaum noch zu merken. Auch hier hatten wir zwar ab und zu noch mal so ein bisschen Druck, aber wir hatten hier dann eben auch mal einen Donnerstag, der sehr, sehr stark auf der Nordseite war, beziehungsweise Mittwoch und Donnerstag, um dann zum Freitag ja hier so konsolidieren. Wir hatten ja vergangene Handelswoche, keine Trading-Woche-Analyse, deswegen müssen wir natürlich jetzt nochmal so ein kleines bisschen mehr in die Vergangenheit schauen. So, und jetzt kam die jetzt hier vergangene Handelswoche. Direkt am Montag eröffnete der Markt erstmal sehr, sehr schwach. Wir bekamen einen Gap auf der Abwärtsseite, dann drückte der Markt hier sehr, sehr stark erstmal nach unten. Die erste Kernbewegung der Woche war somit dann schon vollzogen. Wir sahen wieder eine etwas stärkere Erholung, so wie wir das eben vorher auch schon kannten. Dann gab der Markt wieder auf der Abwärtsseite nach, wieder etwas stärker zurück, wieder die Abwärtsseite und wieder etwas stärker zurück. Also dieses Hin und Her, so wie wir es in der vergangenen Handelswoche erlebt haben, das kannten wir schon und somit konnten wir uns auch bedingt durch die Vergangenheit recht gut darauf einstellen, dass wir gesagt haben, okay, die Abwärtsseite nach leichten Erholungen kann definitiv wieder eintreten. Unterhalb wichtiger Bereiche war das dann auch passiert. Aber wenn dann eben ein Zug auf der Abwärtsseite gefahren war, das dann eben auch wie in der Vergangenheit. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wie der Markt
in der Vergangenheit die Tiefs ausgebaut hat. Ja, wenn man sich das anschaut, das war in der vergangenen Handelswoche teilweise nichts anderes. Ja, dass wir hier dann eben entsprechend die Tiefs gar nicht so extrem weiter ausgebaut haben. Und vor allem sind wir hier mit Abstand nicht an die vorherigen Bewegungstief rangekommen, denn es zieht sich hier gerade die Schwankungsamplitude so ein wenig zusammen. Wenn man mal hier unten die Tiefs so ein wenig miteinander verbindet und ganz grob auch auf der Oberseite hier diese Hochpunkte miteinander verbindet, dann sehen wir, dass sich die aktuelle Schwankungsamplitude hier auf jeden Fall zusammenzieht, ja, und dass wir jetzt hier auch mit diesem Schlusskursbereich vom Freitag ganz knapp oberhalb der 12.000. Wir wissen ja sogar, dass auch der 12.040er Bereich, wo der Schlusskurs am Freitag war, ein eigentlich recht interessanter Kursbereich ist. Und wenn wir jetzt mal diesen Schlusskursbereich ganz grob markieren, so ein paar Punkte darüber, so ein paar Punkte darunter, dann sehen wir, dass der Markt eigentlich primär um diesen Bereich herumpendelt. Und das mit jetzt eben langsamer, also immer enger werdenden Schwankungsamplituden. Somit ist für mich jetzt erstmal, das war am Freitag schon so, am Freitag war der Markt, das ist sehr, sehr selten bei mir so, aber es war am Freitag mal so ein Tag, wo ich sehr wenig gehandelt habe und wo für mich das Bild wirklich nicht ganz so eindeutig war. Meistens habe ich schon ein recht gutes Gefühl, wo der Markt hingehen könnte für den Tag, aber bedingt dessen, dass wir hier wirklich so richtungslos unterwegs waren, das zeigte dann auch der Freitag, habe ich hier nicht so wirkliche Ideen gehabt. Und das ist für den Montag jetzt erstmal, zumindest aus kurzfristiger Sicht, geht das genauso weiter. Denn wenn sich der Markt in diesem Bereich hier aufhält, wo wir aktuell sind, und gerade auch in diesem markierten Bereich, wenn wir uns hier irgendwie aufhalten, dann ist das eigentlich sehr, sehr uninteressant, weil es dann unvolatil ist. Wir haben eigentlich keine richtigen Trendbewegungen, die wir ausnutzen können. Und wir haben dann schnelle Richtungswechsel. Wenn das so passieren würde, und das ist alles sehr, sehr uninteressant, zumindest für meinen Trading-Stil, viel interessanter wäre es, wenn sich der Markt für eine Richtung wieder entscheidet. Also wenn wir etwas Druck auf der Ober- bzw. Unterseite sehen, das würde dann bedeuten, wenn der Markt eben etwas stärker nach unten geht, und wir werden das Bild gleich nochmal etwas ausführlicher einzeichnen, wenn wir etwas Schwäche nach unten sehen, dann würde das bedeuten, okay, umso schwächer wir werden, umso interessanter wird das für mich für die Abwärtsseite. Und wenn wir dann auch diesen vorherigen wichtigen Bereich 950 nach unten durchschreiten sollten, wo dann auch in der Nähe so ein bisschen noch tiefer die Tiefstkurse der vergangenen Handelswoche liegen, dann wird das Bild hier wirklich sehr, sehr interessant, weil dann besteht hier schon die Chance, Schrägstrich vielleicht für diejenigen, die long unterwegs sind, auch so ein wenig die Gefahr, dass der Markt eben erneut Bewegung auf der Unterseite sieht. Und wenn wir dann auch noch diese vorletzten Wochentiefs hier und die Bewegungstief dieser aktuellen Abwärtsbewegung nach unten durchstoßen, dann kann das hier durchaus etwas schwächer oder auch mit Momentum nach unten gehen. Das so erstmal die Kerngedanken, ja, nach unten die Bereiche unterstützen, so ungefähr der Bereich 900, ganz knapp darunter, dann kommt der Bereich 840, und wenn wir dann die Tiefs hier unten durchschreiten, ich denke, dann kann das relativ zügig, bedingt dessen, dass hier diese Bereiche, die hier vorher eben zwischen dem aktuellen Unterstützungsniveau noch 840 bis hinab in den Bereich 675, diese Zone wurde in der Vergangenheit sehr, sehr schnell durchstoßen, was dann eben dazu führen kann, dass es dann auch hier erneut relativ zügig auf der Abwärtsseite geht und wir dann eben ähnliche Momentumbewegungen, wie wir sie hier schon kannten, dann auch hier unten nochmal sehen können. Wir nehmen das Bild jetzt nochmal raus und machen mal wirklich jetzt die wichtigen Bereiche, wie es für mich interessant wird in der kommenden Handelswoche. Also so rund um den Schlusskursbereich der vergangenen Woche. Das ist so Pi mal Daumen der obere Bereich so ja in etwa 12.050 und der untere Bereich so in etwa 12.000 minimal darunter. Das sind so der Bereich quasi eigentlich dieser ja kernmäßige Schwankungsbereich vom Freitag. Mal ausgenommen das Hoch hier mit der Lunte, beziehungsweise, ja, nee, das Tief ist es im Prinzip mehr oder weniger vom Kernhandel vom Freitag. Also dieser Bereich ist für mich uninteressant. Wenn der Markt dort drin bleibt, möchte ich eigentlich gar nicht handeln. Aber wenn wir darüber kommen, wie gesagt, man kann hier vorsichtig dann auch diese Trendlinie mal einzeichnen, dieser letzten, Moment, das sollte jetzt kein Viereck werden, sondern ein Strich, mal ganz vorsichtig hier diese Trendlinie einzeichnen. Kann man auch so machen, wie man das möchte. Ich würde das jetzt mal Pi mal Daumen so zeichnen. Also wenn wir jetzt dann über diesen Bereich 12.050 rüberkommen, dann würde für mich der erste Alarm losgehen. Okay, die Long-Seite. Dass wir dann hier auch vielleicht etwas nachhaltiger die Aufwärtsseite wieder aufnehmen, so wie wir es dann schon vorletzte Handelswoche mal versucht haben. Aber dass wir dann grundsätzlich erstmal hier auch wieder mehr Chancen auf der Aufwärtsseite bekommen. Allerdings sage ich an der Stelle schon mal, wir müssen uns für diesen Gedanken im DAX jetzt aktuell dann auch wirklich den S&P anschauen, weil der ist schon auch charttechnisch etwas
ein Hauch sauberer. Und von daher, da muss eben auch die Bestätigung aus den USA kommen, dass wir hier dann eben die Long-Seite auch wirklich annehmen können. Aber es wäre hier so ab 12.050, wenn wir dann auch vielleicht die Freitagshochs hier überschreiten, damit dann eben auch diese Trendlinie ganz grob, dann sind das alles Signale für Käufe. Entsprechend erstmal vielleicht anfangen, etwas defensivere Setups zu fahren. Aber umso stärker wir auch für die Handelswoche werden, umso aggressiver kann man hier durchaus eben auch agieren. Denn wir wissen aktuell, der Markt hat es nicht verlernt zu steigen. Er hat es sogar mit Momentum getan vorletzte Handelswoche. Und wenn wir dann hier diese Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen, was ich erstmal grundsätzlich nicht, ja, das kann durchaus passieren. Ich meine, wir sind im DAX 20% gestiegen seit Ende letzten Jahres. Der S&P ist 28% gestiegen. Diese leichte Konsolidierungsphase hier von vielleicht 500 Punkten, ja, 2000 waren es, glaube ich, im DAX, Pi mal Daumen. Ja, wenn wir jetzt mal hier 400, 500 Punkte gefallen sind, das ist nichts. Ja, das ist eine normale Konsolidierung und somit bin ich hier gar nicht davon abgeneigt, dass der Markt auch die Aufwärtsseite wieder sehen kann. Wir werden uns überraschen lassen. Genauso kann der Markt sich aber auch für die Abwärtsseite entscheiden. Wie gesagt, auch hier haben wir so einen kleinen Trendlinienbereich, den man einzeichnen kann. Auch hier der Bereich 12.000, wenn er nach unten durchstoßen wird, beziehungsweise etwas interessanter noch der Bereich 11.950. Wenn wir hier drunter kommen, dann denke ich, ist es durchaus denkbar, und da können wir den Fall ruhig ein bisschen stärker machen, wenn wir doch, ich würde fast sagen, wieder erwartend Schwäche sehen, auch wenn mich der eine oder andere jetzt wieder rügen wird und sagt, ja, das ist alles nicht haltbar mit der Aufwärtsbewegung, die Märkte müssen nach unten kommen, die Märkte müssen gar nichts. Die können genauso steigen, Niedrigzinsumfeld, all sowas, da kann man auch Gründe finden, wenn man möchte, die da fundamentaler Natur begründet sind. Aber es kann natürlich abwärts gehen, definitiv. Und wenn das passiert, dann wäre es für mich interessant, ab 11.950 vielleicht auch schon mal antizipiert dieses Ausbruchs hier etwas vorher. Aber da bin ich, denke ich, vorsichtig. Ob das direkt am Montag so stattfindet, weiß ich noch nicht. Ab Dienstag vielleicht, wenn dann auch die Amis wieder kernmäßig zurückkommen und die USA oder der US-Markt das auch bestätigt, dann wäre es hier schnell denkbar, an die vorherigen Tiefs ranzulaufen, kernmäßig 840, wie wir es eben besprochen haben, beziehungsweise wenn dann Druck raufkommt, 700, 675, denke ich, relativ zügig denkbar. Und auf der Aufwärtsseite, hier hatte ich noch nicht über die Punkte gesprochen, aber ich denke so 280 ist auch durchaus denkbar. Auch die Bewegungshochs hier oben können wir auch gerne grün machen, den Pfeil. Definitiv als ein Ziel realistisch. Und ich denke, das war es dann aber auch schon von den täglichen Wochenschwankungen. Ja? Wenn wir das uns nochmal kurz anschauen, vorletzte Handelswoche war relativ volatil. Ja? Letzte Handelswoche ging von der Volatilität, die Woche zuvor ging auch. Und die Aufwärtswochen, die waren hier, naja, verhältnismäßig kleiner von den Volatilitäten. Sprich, auf der Aufwärtsseite ist so der Bereich, na sagen wir 300, interessant, als ein realistischer Zielbereich, leichtes Überschreiten der vorherigen Hochs denkbar. Und auf der Unterseite eben der Bereich um die Marke 675. Und jetzt gehen wir zum S&P. Und den sollte man sich definitiv nebenbei eben auch mit anschauen. Denn hier können wir auf jeden Fall erstmal sehr, sehr sauber eine Trendlinie einzeichnen. Ja? Und das sollte auch so ein wenig für den S&P, guckt mal, wie sauber man mehr oder weniger hier jetzt eine Trendlinie zeichnen kann. Und wir haben hier unten jetzt auch mit dem Druck mal kurz nochmal zum Ende der vergangenen Handelswoche auf der Unterseite quasi fast einen doppelten Boden hier unten ausgebaut. Ja, das letzte Tief war nicht ganz so tief wie das vorherige, aber auf jeden Fall schaffte es der Markt hier erstmal nicht nachhaltig mehr Schwäche aufzubauen als zuvor. Ich hatte sogar hier unten ein Setup aufgebaut, wenn der Markt dort runter geguckt hätte, ganz kurz darunter geguckt hätte, wäre ich hier ganz gerne auf der Long-Seite dabei gewesen. Hat der Markt nicht getan, aber wir sind erstmal kernmäßig auch abwärts tendierend. Und wir haben in der Tat teilweise merklichere Schwäche gesehen. Wir haben teilweise sauberere Bewegungen auf der Abwärtsseite im S&P gesehen, als teilweise sogar im DAX. Und von daher ist es hier zum einen erstmal sehr, sehr wichtig, auf diesen Markt zu blicken. Wir haben teilweise vormittags und nachmittags die richtungsentscheidenden Bereiche vergangene Handelswoche angepasst. Wir haben aber sehr, sehr markant, und auch der Schlusskurs hat am Ende in diesem Bereich hier stattgefunden. Wir haben in der vergangenen Handelswoche des Öfteren die Marke 2830 bis in etwa 2835 als richtungsentscheidenden Bereich gehabt. Und da können wir jetzt quasi den Schlusskurs und etwas so leicht darüber hier, 35 ist in etwa hier,
diesen Bereich hier mal so markieren. Wir sehen, dass wir da eben in diesem Bereich Unterstützung hatten. Wir sehen, dass der Markt da nochmal hoch ist, dann durch den Bereich runter ist, dann in diesem Bereich Widerstand fand, nochmal Sturz nach unten kam und in diesem Bereich oder an diesem Bereich dann auch den Schlusskurs fand. Also um diesen Bereich, dieser Bereich war erstmal charttechnisch durch eine Unterstützung, durch einen Widerstand, durch den Schlusskurs, ein sehr, sehr wichtiger charttechnischer Bereich in der vergangenen Handelswoche. Und von daher sollte auch in der kommenden Handelswoche dieser Bereich recht interessant bleiben. Darunter denke ich, das ist jetzt jedem wieder klar, zumindest aus aktueller Sicht, wenn wir Schwäche sehen, wenn wir hier runterkommen, dann ist es auch hier schnell denkbar, dass wir natürlich wieder Abwärtsbewegungen sehen, dass wir Druck auf der Unterseite sehen, dass wir Chancen für Short-Signale bekommen. Und das würde bedeuten, wenn wir am Montag, beziehungsweise Montag sind die US-Märkte ja noch nicht, wie gesagt, durch den Feiertag so interessant, aber am Dienstag schauen wir dann natürlich dann auch wieder etwas stärker darauf, wenn wir hier irgendwo darunter rangieren oder dann im Laufe der Woche wieder darunter abrutschen, wäre es auf jeden Fall interessant für die Abwärtsseite. Und wir würden hier erstmal natürlich als ersten kleinen Bereich die Unterstützung um in etwa 2800 annehmen. Erster interessanter Unterstützungsbereich und danach dann auch relativ zügig. Wir sehen hier unten, dass der nächste Bereich um die Marke 2780 auch schon mal ein Zwischentief war und das dann eben natürlich auch sehr, sehr schnell weiter trendfolgend abwärts. Und das Bild ist aktuell erstmal übergeordnet weiter abwärts, das muss man so sehen, dass dann eben auch der S&P neue Bewegungstiefs ausbauen kann, die dann in etwa in Richtung 2780 gehen könnten. Und wenn wir auch hier uns im Endeffekt mal die Schwankungsamplituden anschauen, beziehungsweise wie der Markt dann in der Vergangenheit immer mal wieder die Tiefs ausgebaut hat. Ja, hier war es ein bisschen weniger, hier war es wieder ein bisschen mehr. Dann ist auch das Tief von 2800, wo ja jetzt das alte Tief ist, dann eben der neue Ausbau einer neuen Tiefzone im Bereich 2780 durchaus realistisch. Es würde in diese Schwankungsamplitude des Ausbaus neuer Tiefs reinpassen und somit denke ich, ist hier ein Move in diese Richtung durchaus realistisch und durchaus denkbar anzunehmen. Was da bedeutet, wenn wir halt einfach nach unten gehen, versuchen wir auch primär für mich ja immer in leichten Erholungsphasen dann auf der Abwärtsseite reinzugehen und wenn wir ganz aggressiv handeln, handeln wir ja teilweise dann auch mal den ein oder anderen Breakout. Das so der Gedanke für die Abwärtsseite und eben auch der Gedanke gleichzeitig immer nochmal für die DAX-Händler hier mal so ein Auge drauf zu werfen. Ab Dienstag dann wieder, wo rangiert dieser S&P? Denn ich denke, wenn wir hier Schwäche sehen, dann schafft es der DAX eben entsprechend auch nicht auf der Aufwärtsseite zu pushen. Allerdings muss man eines sagen, hier noch darauf achtend, wenn wir hier Schwäche sehen, also wenn zum Beispiel der S&P erneut in Richtung 2800 rutscht, dann würde sich natürlich auch dieser richtungsentscheidende Bereich etwas nach unten anpassen. Ja, und dann hier als Beispiel, so wie wir das dann eben auch Tag für Tag in den Livestreams und im Live-Trading Room machen, der Markt rutscht in Richtung 2800. Je nachdem, wie er das tut, dann haben wir zum Beispiel dann den richtungsentscheidenden Bereich vielleicht schon im Bereich 2810 oder 2815, sprich dann wäre es gegebenenfalls nach vielleicht am Mittwoch oder so, ja, je nachdem, wann er das eventuell macht, dass wir dann eben auch hier unten schon mal wieder auf eine Trendwende setzen und die Longseite dann auch folgend später schon mal hier unten annehmen. Das ist natürlich was, was ich aktuell absolut nicht vorhersagen kann, aber das sollte man auf jeden Fall beachten, auch wenn man hier sich solch Analysen anschaut, dass natürlich die Welt sich weiter dreht, die Bilder des Charts sich weiter fort aufbauen und wenn wir natürlich stärkere Bewegungen sehen, dann müssen sich entsprechend auch Bereiche anpassen. Aus aktueller Sicht wäre dann aber jetzt aktuell die Aufwärtsseite interessant, zum einen, wenn wir so den 35er, 2835er Bereich nach oben durchstoßen, dann kommt es allerdings 2845 relativ zügig der nächste Kernwiderstandsniveau. Das nächste Kernwiderstandsniveau, wo man eben so ein bisschen aufpassen sollte, auch weil dann hier eben die Trendlinie in etwa auf uns wartet. Ja, von daher ist die Aufwärtsseite, die aktuell sowieso erstmal noch als antizyklisch zu werten ist, natürlich dann erstmal noch mit etwas Vorsicht zu genießen. Und wenn sich die Aufwärtsseite wieder durchsetzt, dann ist das aber auch nicht so schlimm, wenn man hier gegebenenfalls erstmal noch etwas vorsichtiger agiert. Denn wenn die Aufwärtsseite doch wieder relevant wird, nachhaltig relevant wird, dass sich gegebenenfalls hier auch wieder Erholung einstellt, dass sich der Kerntrend seit Ende letzten Jahres dann wieder einstellt, dass wir wieder neue, in Richtung zumindest erstmal neue Allzeithochs laufen, die ja jetzt erstmal zumindest ein ganzes Ende weg sind, ja, mehr als 100 Punkte, dass wir dann natürlich lange noch
noch genug Zeit hätten, hier auf die Aufwärtsseite wieder zu setzen. Ja, wenn dann eben nächste Woche, übernächste Woche vielleicht dann doch die Aufwärtsseite auch wieder etwas nachhaltiger Bestand hat. Von daher bin ich jetzt erstmal dann immer so ein bisschen vorsichtiger. Das heißt nicht, dass ich hier in diesem Bereich gar nichts mache auf der Aufwärtsseite, aber wenn man da einen Versuch wagt, der geht gegebenenfalls schief, dann solle man es auch sein lassen und nicht hier permanent bam, bam, bam irgendwie versuchen und im Endeffekt klappt dann doch nichts. Also vorsichtig sein und ab 2845, zumindest aus aktueller Sicht, wird dann die Aufwärtsseite etwas klarer. Das würde bedeuten, dass wir gegebenenfalls hier auch den Trend brechen, dass wir ein bisschen Stärke sehen und entsprechend dann auch primär mehr wieder auf der Aufwärtsseite schauen werden, welche Bereiche wichtig werden und in welche Bereiche man denn oder wo man dann im Endeffekt Setups abbaut oder aufbaut, nicht abbaut, sondern aufbaut. Blicken wir auf den Euro-US-Dollar und danach natürlich aufs Gold. Wir können beides etwas schneller abhandeln, denn wie ihr wisst und wie das auch in den letzten Wochen und Monaten nach wie vor der Fall ist, wir sind im Euro-US-Dollar und mittlerweile auch nach wie vor so ein bisschen im Gold. Da hatten wir zwischendurch allerdings immer mal so ein bisschen interessantere Phasen. Wir sind hier nach wie vor sehr, sehr shoppy unterwegs. Wir sind zwar erstmal grundlegend, wir können da mal kurz auf den Tageschart blicken und blicken mal ganz kurz auf die ATR hier unten. Ich ziehe das mal groß. Ja, wobei wir jetzt, sehe ich gerade, schon wieder nach unten kommen. Aber wir hatten ja zwischendurch mal eine Steigerung der ATR. Wir hatten hier so ein bisschen mehr Volatilität wieder im Euro-US-Dollar drin. Wir waren ja hier auf, ja, na, es ist nicht historische Tiefs. Der Markt war schon auch mal da unten. Aber wir haben extrem nach wie vor, und der Markt ist jetzt hier von der Schwankung wieder nach unten gekommen, wir haben extrem geringe Tagesschwankungen. Die Volatilität am Tag ist extrem gering. Sie liegt hier bei gut 30 Ticks am Tag. Also, wenn wir uns Kurse anschauen, aktuell hier im Bereich um die Marke, ich sage jetzt mal grob 1,12, ja, dann bedeutet das, wenn man eine durchschnittliche Tagesschwankung hat, dass man von 1,1200 auf vielleicht 1,1230 steigt oder auf 1,1170 fällt. Ja, das wäre dann so Pi mal Daumen, ein Hauch mehr oder weniger im Rahmen der durchschnittlichen Schwankung. So, und jetzt muss man sich überlegen, wenn das am Tag möglich ist, klar, es ist ein Durchschnitt, es können auch 50 oder 60 Ticks sein, aber der nächste Tag oder übernächste Tag sind es dann vielleicht nur 20. Und so zeigt sich der Markt seit sehr, sehr langer Zeit extrem unvolatil. Und dieses Unvolatile macht den Euro-US-Dollar nach wie vor gerade fürs Daytrading eigentlich komplett uninteressant, wenn man nicht im Scalping unterwegs ist und sich irgendwie mit 10 Ticks zufrieden gibt, was absolut nicht mein Handeln ist, ist der Euro-US-Dollar uninteressant. Für mich, wenn dann, ist es mehr ein Swing-Trading-Markt, wo ich Positionen, wenn ich sie überhaupt eingehe, dann auch plane, dass sie innerhalb von vielleicht 2, 3, 4, 5 Tagen in etwa in die angepeilten Zielzonen laufen, aber fürs Daytrading uninteressant. Von daher mache ich hier wirklich aktuell nicht so viele Handlungen und hinzu kommt, dass wir zwar grundlegend nach wie vor abwärts tendierend sind, ja, weil der Markt einfach fällt. Ja, wir haben in irgendeiner Art und Weise eine Bewegung nach unten, aber man sieht hier schon, dass das, wenn man mal im Lehrbuch sich durchgelesen hat, wie ein Trend auszusehen hat, dann sieht man im Euro-US-Dollar, dass hier zwar in irgendeiner Art und Weise fallende Hochs aktiv sind, dass wir auch irgendwie, wenn man mal so ein paar Punkte sich rausholt, hier irgendwie auch fallende Tiefs hat, fallende Hochs und fallende Tiefs, somit hier ein Abwärtstrend. Aber wenn man das jetzt mal versucht einzuzeichnen, ja, wir können hier einen großen Trend können wir einzeichnen, das geht halbwegs noch, ne? Und da sind wir hier in irgendeiner Art und Weise in einer Welle drin. Aber diese Zwischendurchwellen, die doch in der Tat sehr, sehr stark auch teilweise wieder zurückkamen, wenn wir hier, ja, wenn man das hier einzeichnet, so, jetzt ging das Ding hier wirklich sehr, sehr volatil, wenn man hier diese Schwankungen mal grob einzeichnet, da werden oft Tiefs gerissen, Hochs gerissen, eine saubere Trendbewegung sieht komplett anders aus als das, was seit Wochen und Monaten hier aktuell im Euro-US-Dollar stattfindet. Und von daher ist auch das erstmal diese unvolatilen Bewegungen und zum anderen, dass hier zwar irgendwie ein Trend abwärts stattfindet, aber dass teilweise die charttechnisches oder die Regeln der Charttechnik absolut keine Relevanz haben. Sprich, man muss hier wirklich mit sehr, sehr großer Vorsicht herangehen. Man muss das mit einplanen.
Ja, dass der Markt eben stärker gegenläufig ist, wenn wir mal abwärts laufen, nach oben, dass hier eben die klassischen Regeln wenig Relevanz haben, dass man teilweise, wenn dann eben wirklich aufs Momentum geht, wenn Bewegungen aufkommen, aber grundsätzlich von meiner Seite hier nach wie vor, wenn ich handle, teilweise mit sehr kleinen Positionsgrößen und mit sehr defensiven Herangehensweisen, einfach um sich hier nicht zu zerschießen in so einem Markt. So, das jetzt nochmal dazu, also man sollte hier sich nicht wundern, wenn aktuell es im Euro-US-Dollar nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. So, jetzt gucken wir uns das Ganze charttechnisch nochmal an. Wir haben nach wie vor den Bereich um die Marke 1,12, beziehungsweise wir haben ja hier ein Unterstützungs-Widerstandsniveau von 1,1193 eingezeichnet. Und um diesen Bereich kann man jetzt hier auch so ein bisschen so eine Zone zeichnen. Und da sehen wir, dass eben kernmäßig der Markt gerade in den letzten Wochen um diesen Bereich pendelte. Und dass wir hier schon aktuell wirklich sehr, sehr sauber und diese Widerstände und Unterstützungen, mit denen wir arbeiten, die liegen ja nicht nur seit gestern hier drin, die liegen ja seit Wochen und Monaten hier schon drin. Und wir sehen, dass hier wirklich exakt das Tief am Unterstützungsniveau, exakt das Hoch am Widerstandsniveau, dann ein bisschen pendelt, nochmal exakt das Hoch am Widerstandsniveau getestet, exakt das Tief im Unterstützungsniveau getestet und der Markt pendelt grundsätzlich um diesen 1,12er Bereich und wechselt immer von oben nach unten hier zwischen den Unterstützungen und Widerständen hier aktuell zumindest die Richtung. Und von daher ist es jetzt auch ganz vorsichtig, wer eben auch hier diese Swing Trading Ideen, ja, was so in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen vielleicht auftreten kann, wenn der Markt jetzt hier oberhalb bleibt von dieser 1,12 beziehungsweise auch von der Zone, die so ganz knapp oberhalb von 1,12 liegt, wäre es jetzt denkbar, dass wir uns hier irgendwie sauber nach oben kämpfen. Und ich bin ja dann immer eher konservativ eingestellt. Ihr seht, dass ich hier teilweise auch schon ja immer so Bereiche einzeichne. Können wir auch mal machen. Wenn man mal davon ausgeht, dass diese unvolatile, untrendige oder mehr oder weniger untrendige Seitwärtszone weiter sich fortsetzt, dann würde ich konservativ für Kernaufwärtstrends hier den Bereich, naja, es ist so Pi mal Daumen 1,1250, ja, als ein realistisches Ziel für die Aufwärtsseite, beziehungsweise wenn der Markt dann eben wieder unter diese 1,1193 kommt, beziehungsweise unterhalb hier dieser Zone rangiert, dass dann natürlich der Markt sich etwas interessanter, weil es trendfolgend wäre, dann hier eben wieder in den Bereich des alten Unterstützungsniveaus hangelt. Und wenn hier Bewegung aufkommt, ja, wenn hier wirklich Bestätigung aufkommt, würde ich hier vielleicht sogar dann als ein zweites Ziel, bedeutet, dass ich hier nicht zwingend unbedingt mit dem Take-Profit dann arbeite, dass man dann eben sagt, okay, es kann sein, dass wir dann doch mal, nachdem der Markt jetzt zweimal diesen 1,1193er Bereich oder 1,1109er Bereich hier unten dann eben getestet hat, dass wir dann eben vielleicht auch hier nochmal so ein bisschen neue Tiefs ausbauen und würde hier einfach so mal 20 Ticks Pi mal Daumen nochmal draufpacken, ja, dass der Markt eben dann nochmal eine Nuance tiefer fällt, wäre in meinen Augen auch noch ein realistischer Bereich. Das lassen wir so mal im Chart drinstehen. Wie gesagt, wir können uns hier noch den richtungsentscheidenden Bereich einzeichnen und dann war es das schon mit den vorsichtigen Annahmen für den Euro-US-Dollar. Viel mehr würde ich hier gar nicht annehmen. Wie gesagt, wer nicht unbedingt muss, ist auch vielleicht ganz gut beraten, Euro-US-Dollar mal wirklich rechts wegzulegen. Schaut euch den britischen Pfund an, den können wir auch nochmal covern nächste Woche wieder. Wir haben auch des Öfteren die Möglichkeit, im Devisenradar uns das Ganze anzuschauen oder in den Livestreams. Lieber britischer Pfund, da ist zum einen Trend vorhanden, da ist eine doppelte Schwankungsbreite aktuell vorhanden. Das ist wirklich viel, viel interessanter. Kommen wir abschließend zum Gold. Und auch Gold ist aktuell etwas unschöner zu handeln, als es zumindest in den letzten oder im letzten Jahr war. Sagen wir es mal so. Denn wir hatten im letzten Jahr wirklich eigentlich sehr, sehr schöne Trends im Gold. Allerdings zwischendurch ja auch mal so eine Phase von Seitwärtsschiebezonen. Wir hatten zum einen zu Beginn, also das ist so ungefähr die gleiche Zeit vergangenes Jahr gewesen wie aktuell, da hatten wir einen sehr, sehr schönen Abwärtstrend, der sich hier unten dann so mal ein bisschen eskalierend in Richtung 11,40 ausgeprägt hatte und dann eben auch hier relativ zügig zurückkam. Dann haben wir hier eine Zeit lang so ein bisschen Seitwärtsschiebezone gehabt, in zweifacher Ausführung. Ja. Und dann kam aber eigentlich wieder der schönere Bereich, wo der Markt dann hier eine recht saubere Aufwärtsbewegung aufbaute. Das wechselte dann zu Beginn des aktuellen Jahres ein wenig wieder vom Kerntrend. Und wir sind auch hier
wenn man das jetzt mit anderen Trends vergleicht, zwar auch wie im Euro-US-Dollar irgendwie abwärts tendierend unterwegs, aber auch hier immer wieder mit viel, viel stärkeren Erholungsphasen, die eigentlich sehr, sehr unschön sind, wo man teilweise dann sogar schon wieder denkt, okay, man kann es mal auf der Aufwärtsseite versuchen, führte einfach auch hier dazu, dass ich relativ wenig Trades gemacht habe, dass ich zwischendurch auf der Abwärtsseite allerdings mal den einen oder anderen guten Trade platzieren konnte, trotzdem somit hier eben summa summarum aufs Jahr gesehen im Gold vorne liege von der Performance im Euro-US-Dollar, ist es ungefähr plus minus null. Im Gold bin ich hier vorne von der Performance her, aber wenn man mal hier die Performance oder die erstmal die Trade-Anzahl Euro-US-Dollar und Gold mit der Trade-Anzahl im DAX, S&P, Nasdaq, Dow Jones vergleicht, dann ist da ist ein ganz kleiner Balken zu einem ganz großen Balken. Also der Kerntenor der Trades liegt wirklich aktuell zumindest auf den Indizes und auch auf anderen Märkten, aber nicht so im Gold und im Euro-US-Dollar. Und hier sieht man im Prinzip nach wie vor, warum? Weil der Markt einfach sehr, sehr shoppy ist. Und das muss man nach wie vor mit einplanen. Schnelle Richtungswechsel, wenn der Markt mal Gas in eine Seite aufbaut, dass er dann schnell die Gegenseite wieder aufbaut. Und das hatten wir dann auch in der vergangenen Woche und in den vergangenen Wochen gesehen. Wir sehen immer starke Bewegungen. Zum einen hier dann eben auch nach oben, ja. Trendfolgen würde bedeuten, ja, man wartet eine Konsolidierung ab und setzt dann wieder auf die Long-Seite. Die kamen dann teilweise auch so ein bisschen, aber zumindest konnte man hier mit den Bewegungen kein Geld verdienen. Und dann habe ich hier mit dieser Abwärtsbewegung, weil diese sich dann auch mehr oder weniger fast in drei Zügen vollzog, hier konnte ich dann mal ein bisschen Geld verdienen, weil es auch noch ein prozyklischer Gedanke war. Und dann ging jetzt aber der Markt, und hier habe ich dann schon wieder einen kleinen Fehltrade gemacht, ja, jetzt dann wieder mit Momentum nach oben, ja, was in diesem Maße hier nicht oder schwer, weil gut, vorhersehbar sowieso nichts, aber ich wollte eigentlich, dass der Markt hier unten durch diese Schiebezone erstmal wieder so ein bisschen Schwäche aufbaut und gegebenenfalls trendfolgend weiter nach unten geht, aber nein, das Bild der vergangenen Wochen und Monate zog sich weiter fort, der Markt ging wieder nach oben und nach wie vor ist es ähnlich wie im Euro-US-Dollar, wir pendeln hier teilweise allerdings etwas volatiler, wenn man das mal vergleicht mit dem Euro-US-Dollar, um diese Marke 1282 Pi mal Daumen hin und her. Und somit bleibt auch hier dieser Bereich kernmäßig im Fokus zu behalten. Ja, man sollte hier darauf schauen, okay, wie verhält sich der Markt? Wir hatten hier ja auch schon mal hier oben so einen Hochbereich ausgemacht, vorletzte Handelswoche, glaube ich, in der Trading-Wochenanalyse, wo wir gesagt haben, okay, wenn der Markt wieder Stärke aufbaut, dann ist es eigentlich so ab 687, so diese Zone, also eigentlich das Hoch der vergangenen Handelswoche, wenn wir das nach oben überschreiten, dann wäre es hier vielleicht denkbar, dass wir dann doch wieder ein bisschen mehr Richtung Aufwärtsseite laufen. Wir haben hier auch so ein bisschen, naja, wobei das auch unsauber ist, wenn man hier eine Trendlinie zeichnet, das hatten wir schon mal vor einer Weile gemacht, da konnte man diese drei Hochpunkte hier eigentlich relativ schön miteinander verbinden, das sorgte dann auch dafür, dass wir hier mal auf der Longseite zwischendurch unterwegs waren, was auch zumindest kein Minus gebracht hat, aber dann doch der Druck auch wieder nach unten kam, also wirklich, was soll man sagen, es ist einfach unsauber, wenn man ein unsauberes Bild hat, dann solle man auch nicht in dem Markt so unbedingt zwingend aktiv sein. Longseite, somit kann man ganz einfach sagen, wenn der Markt jetzt wieder hochkommt, sich nach oben etabliert, dann gucke ich, dass ich dann in Richtung 1.13, also 1.300/1.305 erneut handle. Das sind dann hier dieser Bereich bzw. der Kernwiderstandsbereich 13.05. Ja. Beziehungsweise wenn wir dann jetzt hier wieder Schwäche aufbauen, dieses kleine Zwischentief hier vom Freitag nach unten durchschreiten beziehungsweise in etwa den Bereich 80, ganz knapp darunter, dann wird es hier wieder interessant auf der Abwärtsseite. Dann würde sich hier gegebenenfalls auch, wir hatten ja immer hier wirklich auf der Abwärtsseite recht interessante Momentumbewegungen. Ja. Hier sowieso diese zwei Bewegungen, auch hier zwischendurch in der Aufwärtsbewegung. Und dann würde ich auch hier, ähnlich wie im Euro-US-Dollar, eigentlich mehr die Abwärtsseite bevorzugen. Realistisch wäre, dass wir die vorherigen Tiefs nach unten durchschreiten. Ja, hier kommt so der Bereich 1,63, ich glaube, kommt hier so Pi mal Daumen, ja, 1,6340, kommt hier so als nächstes Unterstützungsniveau und das würde ich jetzt durchaus auf der Abwärtsseite, wenn man jetzt hier nochmal so ein bisschen die Zone einzeichnet, das würde ich definitiv auf der Abwärtsseite als realistisch einordnen, würde ich als realistisch einordnen, dass der Markt entsprechend dann hier in diesen Bereich kommt. Ja, also das wäre so der Kerngedanke. Das soll es von meiner Seite gewesen sein, die Gedanken zum DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Ich wünsche euch eine wunderbare Handelswoche, würde mich freuen, wenn wir uns entsprechend in den Livestreams, in dem Live-Trading-Room, im Devisenradar und so weiter sehen, hören, schreiben.
Euch natürlich dann auch einen schönen Feiertag kommende Handelswoche. Bis in den Livestreams oder zur nächsten Trading-Woche-Analyse am kommenden Wochenende. Bis dahin euch nur das Beste und Good Trades und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.